ist. Und auch positive Meldungen. Nicht so positive Meldungen gibt es momentan aus dem Herrenbereich. Die nimm ruhig einen Schluck Bier. Das ist, Daniel, wir sind ja hier heute. Darf man auch sagen, oder? Dass wir heute eine lustige Runde hier sind. Wir sind im Flora-Treff in einer sehr, sehr angenehmen Lokalität und hatten heute unsere Danksagungsrunde mit Trainern und Sponsoren, die uns halt eben in dieser Zeit auch begleitet haben und das alles mitgetragen haben. Danke. Ja, Prost. Schön, dass das Logo weg ist. Wir machen ja kein Product Placement hier. Jetzt geht es um unseren Herrenbereich. Die zweite Mannschaft steckt in einer schweren Krise, ganz unten im Tabellenkeller. Glücklicherweise konnten sie ja letzte Woche einen 3-7-Sieg gegen Rot-Weiß Viktoria Mitte erzielen. Die erste Herren, da sieht es momentan zwar besser aus, aber weit hinter den Erwartungen zurück. Woran liegt es, deiner Meinung nach? Woran liegt es? Also weit hinter den Erwartungen zurück muss man ehrlich gesagt auch ein bisschen trennen. Also Ziel im Herrenbereich ist nach wie vor eine Neuausrichtung. Das heißt also eine feste Struktur, ein professioneller Auftritt und vor allen Dingen ganz klare Regeln, die einfach da sind. Die leben die Trainer und probieren das durchzusetzen. Dass dabei Verluste sind in Spielen, in Punktezahlen dann auf dem Konto oder der Tabelle, das konnten wir uns fast denken. Ehrlich gesagt ist es dort was alledem und deswegen ist auch die Schwere der Frage auch völlig verständlich, ist das Potenzial, was da ist, ausreichend, um nicht auf diesem Tabellenplatz zu stehen, sondern weiter oben. Und auch die Spiele, gerade in der ersten Herren, gegen immer wiederkehrende Spitzenreiter, die zu uns kamen, die wir tatsächlich alle geschlagen haben auf heimischem Boden, zeigen das auch, dass es möglich ist. Umso ärgerlicher ist, dass man sich dann, wie schon richtig formuliert, in Bezug auf das Potenzial hinter den Erwartungen, dass man sich hinter den Erwartungen befindet. Letztendlich ist es für mich relativ einfach zu erklären. Wir haben im Herrenbereich eine leider teilweise fehlende Identifikation mit dem Verein und vielleicht auch, eher eine Identifikation, was bedeutet eigentlich Vereinsfußball? Also man fragt sich schon, Spieler, die also einem Verein angehören, die wissen, okay, da ist zweimal die Woche Training oder dreimal die Woche Training und am Sonntag findet ein Wettbewerb statt, ein Spiel. Ich persönlich kenne es auch aus meiner aktiven Zeit so, um was es geht, ist das Spiel am Sonntag. Ja, bei uns erstaunlicherweise ist es so, die Leute sind leider nicht zahlreich in der Summe pro Mannschaft beim Training und auch nicht zahlreich beim Spiel. Das ist für mich verkehrte Welt. Vielleicht haben wir da auch die eine oder andere Illusion, dass man doch den Spielern einfach ihr Alltag und angehende Familien, die dort gegründet werden, wichtiger ist. Dafür haben wir vollstes Verständnis, das ist gar kein Thema. Dann müsste der Rückschluss natürlich sein, dass die Anzahl der Spieler faktisch nicht ausreicht, um das zu erreichen, was man erreichen will. Dafür, sage ich aber nochmal, ist es halt eben eine Übergangssaison. Bei der zweiten Herren ist ehrlich gesagt ein bisschen das passiert, was wir noch nicht so unbedingt wollten, dass also bei einer Kaderzusammenstellung zum Sommer der beiden Mannschaften sollte es nicht so sein, dass der zweite Herren so eine Art Überhangspieler hat. Ja, also man kann da offen drüber reden, unsere Spieler können sich selbst einschätzen. Das heißt also, dass da Spieler sind, die sportlich nicht das erfüllen können, was sie erfüllen sollen. Vielleicht nicht mal für einen Abschiedskampf. Ja, obwohl ich da guter Dinge bin, wir haben 10 Punkte jetzt, im Regelfall reichen 23 bis 26 Punkte reichen für den Klassenerhalt. Und dafür haben sie jetzt noch die ganze Rückrunde plus noch 3 Spiele in einer Runde Zeit, das sollte schon möglich sein. Die Frage ist natürlich, spielt die Lust, spielt die Motivation mit? Das ist jetzt ehrlich gesagt auch für den Trainer der zweiten Herren die schwerste Aufgabe. Diese Leute zu motivieren, probieren aus diesen Personen einen Kader zu finden, der regelmäßig spielen kann, der konstant spielen kann und der vor allem auch zuverlässig ist. Ja, wir haben mal gemeinschaftlich die Kader mal geclustert, ja, nach A- und B-Spielern. Ein A-Spieler ist jetzt nicht besonders gut, sondern ein A-Spieler ist für uns einfach zuverlässig. Der ist also regelmäßig planbar für uns für Spiele und für Training und ein B-Spieler ist für uns nicht regelmäßig planbar. Da gehört die Arbeit dazu, da gehört vielleicht eine Weiterbildungsmaßnahme dazu, da gehört vielleicht mal ein Job dazu, den man am Wochenende nachgehen muss. Und da sind wir darauf gekommen, dass wir im ersten Herrenbereich sage und schreibe 13 A-Spieler haben, was auch zu wenig ist, ja, bei 11 Leuten, die auf dem Spielfeld stehen, sind es dann eben sowas um 2 Wechsel, das ist zu wenig. Und in der zweiten sogar nur 6 A-Spieler. Und da kann sich jeder selbst an der Hand ausrechnen, dass das auf die lange Zeit nicht gut geht.
Und genau den Fall hatten wir jetzt letztendlich auch gehabt. Wir mussten Spiele in der zweiten Herren antreten mit 7 Leuten etc. Das darf immer nicht passieren. Da muss eine Verbesserung her, muss aber natürlich auch gewollt sein von den Jungs. Sonst muss man auch so ehrlich sein. Es geht nochmal, Ziel ist eine Neustrukturierung, eine ganz klare Ausrichtung des Herrenbereichs. Da muss man auch überlegen, ob man sich dann, muss ich sagen, als Vorsitzender von Personen trennt, die dann eben nicht diesen Weg mitgehen können. Ja. Ansonsten bin ich, was den Trainerstab betrifft, was die Jungs, die bei sind, ja, wie gesagt, sind auf 6 und 13, auf 19 A-Spieler, auf die können wir stolz sein, die sind voll dabei, die tragen das, die haben ein Konzept, die ziehen mit und engagieren sich halt eben noch außerhalb nur des Spielfeldes auch für den Verein und das kann man schon stolz machen. Meine letzte Frage für heute Abend, dann wollen wir uns auch wieder den genüsslichen Teil zuwenden. Du darfst trotzdem noch ein Schlückchen nehmen. Ja. Heute ein Schöpferhofer. Ja, richtig. Ja, könnte aber auch ein Polaner sein. Aufruf an unsere Sponsoren. Oder Kromba. Wunderbar. Genau. Wir retten auch die Wuhlheide. Ist ja auch hier Regenwald. Absolut. So ist es. In Bezug auf unseren YouTube-Kanal haben wir ja ganz gute Neuigkeiten. Wir haben eine Band gefunden, die uns kostenlos unterstützt mit ihrem Lied. Und ja, wie findest du die Resonanz bisher auf unseren Kanal? Bezüglich jetzt auch mal für unsere Abonnenten, die das regelmäßig schauen, unsere ja. kleinen Beiträge. Also es ist eigentlich, erstmal für mich ist es eh so ein Stück weit unvorstellbar, wie sich das entwickeln kann. Ja? Eine mediale Aufmerksamkeit. Für einen Fußballverein im Amateurbereich, der alles dafür tut, sich zu entwickeln, der in Köpenick in Berlin probiert, ein mittelstarker Verein zu werden. Ja, wir wollen jetzt nicht mal gleich auf groß sehen, da ist noch eine Menge Luft nach oben. Toll, dass man da also über YouTube letztendlich und mit dem, wie wir dort präsentiert werden, so eine hohe Anzahl an Abonnenten und vor allen Dingen auch eine Resonanz von überall der Welt mit jemandem bekommen. Ja? Alles im kleinen Rahmen, aber das ist toll für uns. Ja? Zusätzlich ist es so, in dem Fall ja auch der Interviewer, der Roman, es gibt ja diese Geschichte gerade in Deutschland, logischerweise Lizenzrechte, ja? Welche Musik kann ich unterspielen, welche nicht. Unterlegen. Da ist nach einigen netten E-Mails von anderen Produktionsfirmen, freue ich mich sehr darüber, dass es uns gelungen ist. Also eine Band aus Belfast, ja, Sons of Zinn. Ja, letztendlich für uns gewinnen zu können, dass die uns supporten einfach mit ihrem Lied und einfach sagen, okay, wir haben hier einen Song, ihr habt den toll bei euch in YouTube eingebunden, habt den gut in Szene gesetzt, aber ein großes Dank auch an Roman an der Stelle. Und wir mit einmal also ja, supported werden von einer Band aus Belfast und da entwickeln sich natürlich auch Synergieeffekte, wenn man so will. Also wir probieren natürlich jetzt alles dafür, die Band zu supporten. Die Band tut natürlich alles dafür, irgendwie Askanien zu supporten. Und das ist schon toll, also dass das alles so möglich ist, ist stark und entscheidend dabei ist, ich kann es nochmal sagen, der YouTube-Channel ist ein Bestandteil des Projektes Transparenz im Verein und wir merken, dass es das unheimlich gut tut, einfach wirklich in der Lage zu sein, viele bis fast alle Mitglieder abzuholen über dieses Medium und darüber hinaus halt eben noch Personen, die uns verbunden sind aus aller Welt. In diesem Sinne. Mahlzeit. Mahlzeit. Schöpferhofer.